Die Heimatplakate waren von Anfang an, wie soll ich sagen, haben eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Was Sie hier sehen, ist einmal mehr der Kauner Grat im Hintergrund. Das ist praktisch mehr oder weniger die Aussicht von meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung bei einem Bauern am Kauner Berg. Mein Kopf, stelle ich fest, verdeckt rein zufällig das Wallfahrtsjoch. Über das Wallfahrtsjoch kommt man aus dem Pitztal herüber. Das ist eine ziemlich anstrengende, stundenlange Wanderung, aber sehr, sehr schön. Dann gehen Sie da über das Kar hinunter bis zur Kirche Kaltenbrunn. Die sehen Sie jetzt nicht, die würde da rechts unten liegen. Das Kaunertal geht hier nach Süden, sozusagen rechts an diesem Berg vorbei. Warum ich das erwähne ist, ich kenne dieses Tal jetzt seit, na gut, altersmäßig seit 70 Jahren, aber seit ich mich gut erinnern kann, sagen wir seit 65 Jahren. Es ist enorm, welche Veränderungen hier stattgefunden haben. Vor 60 Jahren können Sie sich kaum vorstellen, wie viel Armut in diesem Tal noch vorhanden war. Abgeschlossen, verkehrsmäßig ganz schlecht erschlossen. Im Grunde genommen arme Bauern ohne jede zusätzliche Infrastruktur. Die Wende kam dann mit dem Staudamm hinten im Tal, mit einer neuen Straße, später Skilifte, Tourismus. Und natürlich hat sich das Tal verändert. Es ist nicht mehr das wie vor 60 Jahren. Aber den Menschen geht es gut im Großen und Ganzen. Und sie haben das gemeinsam gestaltet. Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen, die dann ausgetragen werden müssen. Aber sie haben es gemeinsam gestaltet. Und ich finde, also wenn ich über etwas ganz besonders berührt war, dann waren es die 60% Zustimmung für meine Präsidentschaftskandidatur in diesem Kaunertal.